Kaffee gibt es heute beim Inder. Übrigens, die Inder können keinen Kaffee aufrühren. Ist immer viel zu dünn. Schmeckt sogar der Kaffee hier, oder? Wir haben unseren Pack hier auf dem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Jetzt geht es wieder mit Tuk-Tuk weiter. Da war ich vor gefühlten 8 Jahren schon mal. Da kommt auch dieses Foto her, was ich mit dem Elefanten gemacht habe, oder so ein Dicker Käse an der Wand hängt. Dieses Mal kann ich leider nicht reingehen, weil Fotografieren neuerdings hier verboten ist. Da können wir reingehen, aber er muss ein iPhone abgeben und das ist natürlich das Letzte, was er tun würde. Heidi geht alleine rein. Ich gucke nur von außen. Ja. Ich wäre ja wirklich gerne mit in den Tempel gegangen, obwohl ich schon mal drin war, aber wenn ich mich filmen und fotografieren darf, das kann ich also wirklich gerne sehen. Im Prinzip kann ich die Einheimischen auch verstehen, dass sie in ihre Heiligtümer keine Touristen lassen wollen, die mit Kameras da rummachen und filmen, so wie ich. Aber für mich ist es immer am interessantesten, Menschen zu filmen.
und kein altes Gemäuer. Und das kann ich da nicht, also lasse ich jetzt sein. Mein Trost ist, dass ich damals, so ca. 2008 war das wohl, hier drin gewesen bin und auch einen von den zwei Elefanten drin gesehen habe. Und wie der Guide sagt, sind die Elefanten drinnen jetzt nicht mehr. Zum Glück besitze ich von damals noch Fotomaterial.